Hey ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir sind immer noch in Galloway Schlund und wollen uns jetzt noch den herkömmlichen I'll see Weg what I can find. freikämpfen, weil wir nicht durch die Dornen durch wollen, nochmal. Und au. Da sind sie aber heftig. Heftig böse. Also ja, wir sollten zuerst die menschlichen, die humanoiden Leute ausschalten, weil die böse Zauber aussprechen können, die Aua machen. I'll take a look. Okay, haben wir gleich noch mal einen hinterher. Okay. Perhaps a little rest is in order. Schnappen wir uns alles, packen die Fallen mal weg. Certainly. Und finden eine neue Falle. I'm here. Die wir mal wieder nicht entschärfen können. Interesting. Die konnten wir entschärfen. Okay. Hey. Die nicht. Nehmen wir den anderen Weg, der führt auch nach Rom. Mehr oder weniger. Interesting. Hope that helps. Laying low. So, okay. Noch eine Falle. Sogar die konnten wir entschärfen. Der aus der Tiefe emporsteigende Nebel fühlt sich schwer und warm an. So, wir haben einen zweiten Rückweg aufgeschlossen. Oh, und die Tür ist schon wieder zu. Still looking around? Watch your step. Tempers run hot around here and not just among the animals. Siehst du dich immer noch um? Sei vorsichtig. Jeder hier ist im Moment sehr gereizt, nicht nur die Tiere. So weigert sich Orenus entgegenzutreten und auch Orenus scheint nicht gewillt, sich Sul zu nähern. Ich hatte es befürchtet. Er kratzt sich am Kinn und runzelt die Stirn. Inzwischen ist es schon fast gleichgültig, welches Tier der Meister wird, solange es nur endlich geklärt ist. Ich darf keine Partei ergreifen, aber du hast den Drachen durchquert. Tötet eines der Tiere im Kampf, wo die Reißzähne werden, das andere als Meister annehmen. Das ist der Weg des Rachens. So etwas taten sie mir lieber als Worte, aber ich beantworte deine Frage so gut ich kann. Auf Wiedersehen.
Ja, das ist Orenus mit seinem Bären und dem Bärstammesangehörigen. Eines seufzt und dreht seine Axt in seinen Händen. Zu viel gewartet, es muss bald etwas passieren. Wenn du auf der Seite dieser toothlosen alten Bag of Bones stehst, dann stehst du in meinem Weg. Wenn du auf der Seite dieses zahnlosen alten Knochengerippes stehst, dann stehst du mir im Weg. Er hieft seine Axt hoch, der Bär knurrt. Ich denke nochmal darüber nach. Also was für Möglichkeiten habe ich? Ob auf der Brücke noch Fallen sind? Nee, sieht nicht danach aus. Eine kleine Mulde hinten in der Höhle ist mit Büscheln aus gelbbraunem Fell und zertrittenem Gras ausgelegt. Ich bin vielleicht geduldig, aber so ist es nicht. Wenn du keine Kunde vom Ablehnen des Bären bringst, solltest du lieber Abstand halten. So hat nur nicht zum Abend gegessen. Ich kümmere mich um Orenus. Gut, dieser Bär ist nicht annähernd so stark, wie Aiden und seine Anhänger glauben. Wenn jemand beweisen könnte, wie einfach sich dieser Bär töten lässt, dann würde das ihnen ihre Illusion nehmen. Ja. Also das ist echt schwierig, der alte und der neue König. Vielleicht sollte ich noch mal meine Entschlossenheit buffen. Mit meinem Intellekt kann ich es vergessen. Aber Macht und Entschlossenheit. Bringen mich vielleicht dazu, sie dazu zu bringen, rauszukommen. Okay, ich habe eigentlich nur die Wahl. Einen von beiden zu töten. Ich habe gedacht, man könnte sie vielleicht doch dazu überreden, dass sie endlich gegeneinander antreten. Ah, scheint ja irgendwie nicht der Fall zu sein. We wait for the big. If you stand on the side of that toothless old bag. Okay.
Ich würde aber lieber gerne erstmal rasten, bevor wir hier eine Entscheidung treffen. Okay, die haben auch nichts Besonderes zu sagen, auch wenn der einen Dialog gerade hatte, wo er über tote Jäger geredet hat. Gut, gehen wir erstmal zurück nach Herdlied und rasten. In der Zwischenzeit tue ich abwägen, welchem von beiden ich helfen will. Eigentlich möchte ich ja immer noch, dass die beiden das miteinander regeln. Ich könnte also einfach den Bären in... den hinteren Bereich locken. Just me? Das könnte ich versuchen. Den Bären irgendwo hinzulocken klingt einfacher als die Katze irgendwo hinzulocken. Deswegen erstmal rasten. Hallo! Ich hätte gerne ein Zimmer. Wieder macht Verfassung Entschlossenheit. Wie sieht's in meiner Baustelle aus? Drei Tage und sechs Stunden noch. Im Gefängnis sind immer noch nur die zwei, sonst hat sich nichts Neues getan. Aber ja, durch die Ringmauern haben wir da den nötigen Schutz. Die Kapelle noch, dann haben wir ordentlich Prestige. Oder die Sachen hier. Also die Handwerkshalle als nächstes, weil die gibt noch mal ein bisschen Schutz oben drauf. Und da sollten wir auf jeden Fall noch Helfer anheuern, wie die Hüterin der Wildnis. Und die können wir gleich anheuern. Die dann für mehr Schutz sorgen. Gerade der Schmelztiegelritter ist gut. Ein vajanischer Schockmagier wäre auch nicht schlecht. Bloß kein blutüberströmter Verbrecher. So. Also ich habe hier noch Platz für zwei Leute.
Okay, der nächste Übergang ist da oben.